Wenn Umstrittensein zu einer Disqualifikation führt, dann ist Nachdenken verboten. Traurig für die deutschen Universitäten. Wenn einer das nicht macht, wird er erledigt. Und dann läuft die Gleichschaltung wieder durch. Und das macht aber das ganze System unfruchtbar, weil sie ja die besten Leute überall rausschießen. Und Herr Habeck hat es uns allen ja auch erklärt, wir herrschen dienend. In meinen Augen handelt es sich hier um eine kriminelle Vereinigung. Ich habe die Bauern wirklich bewundert, mit welcher Kraft sie die Tatsache der Arbeit ins Zentrum dieser Gesellschaft gestellt haben. Weil sie etwas können, weil sie etwas schaffen und weil sie die Grundlage dieses Lebens sind. Also eine ganze Bewegung zurückzuführen auf was Putin bezahlt. Ja, na, dümmer geht's jetzt nicht. Also da kann man sich wirklich nicht mehr drüber unterhalten, weil das ist so dämlich. Ich denke dann, wenn ich ihm zuhöre, Junge, geh nach Hause. Wenn du die deutschen Bauern vernichtest, vernichtest du dieses Land. Weil die Familie ist der elementarste Zusammenhang, in dem man aufwächst. Das haben die Löwen verstanden und vielleicht können wir es auch mal kapieren. Was erlaubt uns überhaupt diesen Extremismus des eigenen Anspruchs auf Weltbeglückung? Hallo Gabriele, freue mich, dass ich hier mit dir sitzen kann. Und ich kannte dich bisher nur als Schauspielerin und war dann ganz überrascht, als der Westend Verlag mich anfragte, ob ich ein Gespräch mit dir führen kann zu diesem Buch, Der Fall Ulrike Gero, und sah, dass du die Herausgeberin bist. Da würde mich interessieren, könntest du vielleicht ganz kurz skizzieren, wie es dazu kam, dass du sozusagen eigentlich so als Schauspielerin jetzt Herausgeberin bist von diesem Buch? Und vielleicht auch, wieso Ulrike Gero? Es gibt ja eine Mehrzahl an umstrittenen Personen jetzt in der medialen Erzählung. Also ich glaube, da gibt es erstmal einen ganz einfachen persönlichen Zufall, nämlich, dass ich mit Ulrike Gero befreundet bin und auch denke, dass sie eine sehr kluge und wache Frau ist. Und dann gibt es die Tatsache, dass ihr Fall, nämlich ihr Auftreten in den öffentlichen Medien, in politischen Zusammenhängen zu Fragen Corona, der Corona-Krise und des Ukraine-Kriegs, direkt verbunden zu sein scheint mit ihrer Kündigung oder ihrem Rauswurf aus der Universität Bonn. Das ist das eine, dass einem der Fall bekannt ist. Das zweite ist, dass der Verlag das Projekt hatte, im Rahmen seines Versuchs eine Reihe umstritten aufzustellen, die sich beschäftigt mit der Reinigung der deutschen Universitäten. Ich würde jetzt sagen, einfach von der Möglichkeit des Nachdenkens. Denn wenn Umstrittensein zu einer Disqualifikation führt, dann ist Nachdenken verboten. Jedes Nachdenken setzt Nichtwissen voraus und Nichtwissen muss umstritten sein. Also die Tatsache, dass wir so tun, als könnte etwas unumstritten sein, ist schon an und für sich eine Allmachtsfantasie, die eigentlich, wenn man es in die Vergangenheit führt, in tiefes Mittelalter führt oder wenn man es als Verständnis für die Zukunft versteht, nur dämlich ist dem eigenen Verhalten gegenüber oder der eigenen Begrenztheit gegenüber. Und da ich über Ulrike den Verleger kennengelernt habe und wir uns öfter zu der Problematik auch ausgetauscht haben, kamen zwei Interessen zusammen, die dann dazu geführt haben, dass ich auch die Verantwortung für dieses kleine Buch gerne übernehme. Es gibt einen ganz besonders interessanten Aufsatz von zwei Wissenschaftlerinnen, die belegen, in welcher Art und Weise eben Menschen, die sich nicht konform verhalten an den Universitäten, gemobbt sagt man heute oder was immer man dazu sagt, also jedenfalls aus den
Universitäten versucht werden zu entfernen. Kennt ja jeder mittlerweile viele Beispiele oder wenigstens einige. Und das, finde ich, ist schon ein tragischer Vorgang. Oder selbst wenn die Leute nicht rausgeschmissen werden, dann werden sie in Situationen geführt, in denen sie sich nicht mehr äußern können. Und das ist traurig. Traurig für die deutschen Universitäten. Aber du hast ja ein Vorwort ja auch so genannt, umstritten. Gibt es denn deiner eigenen Biografie eigentlich auch Anklänge? Du hast ja auch so eine Ost-West-Biografie. Gab es schon mal eine Situation, wo du dich selbst auch als umstritten wahrgenommen hast und auch entsprechende Konsequenzen spüren musstest? Oder ist das sozusagen nur ein Außenblick sozusagen? Oder gibt es auch was sozusagen, wo du Parallelen zu dir selbst ziehen könntest? Also ich habe das große Glück, in einer im Grunde genommen europäischen Familie aufgewachsen zu sein, die so viele Bezüge überall hin hatte. Also meine jüdische Großmutter, meine aristokratische Großmutter, meine Mutter in Russland geboren, mein Vater, so ein Berliner frecher jüdischer Junge aus einer Arztfamilie in Neukölln. Da sind so viele Welten zusammengekommen, in denen, die habe ich natürlich nicht erlebt, aber die haben in der Art, wie wir aufgewachsen sind, also durch sie definiert, da gab es überhaupt nichts, was nicht umstritten war. Ich kann mir überhaupt gar nichts anderes vorstellen. Und dass man sich selbst dem dann auch aussetzt, war für mich natürlich einfach irgendwie selbstverständlich. Und dadurch, dass dann in der DDR die Verhältnisse doch sich oft auch recht eng artikuliert haben. Also nicht, dass sie es tatsächlich waren. Sie waren so eng wie die Verhältnisse dieses kleinen Staates. Das ist aber wieder ein ganz anderes Thema. Ich immer sage, diese Mauer wurde von 6 Armeen bewacht. Es gab einen deutschen Staat mit ein Deutschland mit 2 Staaten. Und in der DDR, erinnere ich mich, habe ich immer noch gesagt, und die sind auch beide gleich unheimlich wichtig. Jeweils die Partner der Großmächte, selbstverständlich die wichtigsten Partner. Das wollen wir niemals vergessen, nicht? Leider haben wir jetzt nur noch eine Großmacht und somit sind wir der wichtigste Partner dieser einen Großmacht, was uns natürlich dümmer macht. Und Herr Habeck hat es uns allen ja auch erklärt, wir herrschen dienend. Es gab aber in der deutschen Geistesgeschichte auch Menschen, die selbstständig denken konnten. Die mussten nicht dienend herrschen. Wenn wir gerade bei selbstständig denken sind, vielleicht wieder ein Rückgriff auf Ulrike Gero. Was ich bei ihr ganz spannend finde, es erklärt vielleicht auch die Massivität der Angriffe, dass sie ja eigentlich aus dem totalen bundesdeutschen Establishment kommt. Irgendwie genau. CDU-Familie, dann war sie auch JU-Vorsitzende, also wenn man überlegt, in der Zeit, in der sie JU-Vorsitzende war, wie die CDU getickt hat, also da hat Theo Weigel auch noch große Reden gehalten von der Deutschlandfahne, da waren die ganzen Ostgebiete noch mit dabei drin. Und diese Wandlung, die sie da durchzogen hat, finde ich tatsächlich ganz spannend und innerhalb kürzester Zeit, aber natürlich auf Außendruck. Ne? Deswegen ist bei mir auch die Frage, hätte sich diese Ulrike Gero ohne diese Art von Denkverboten, also wie du das skizziert hast, auch so entwickelt? Oder denkst du, dass das sozusagen, dass diese Ulrike Gero, die wir jetzt hier haben, oder auch, und die jetzt auch gerade, wie es zumindest der Untertitel sagt, öffentlich hingerichtet wurde, oder zumindest der Versuch gestartet? Ich bin natürlich nicht sie und weiß das deshalb nicht, aber kein Mensch entwickelt sich jenseits der Umstände, in denen er lebt. Also an der Stelle kann ich gern Bason Brock mal zitieren, weil der hat gesagt, auch das größte Genie ist seiner eigenen Zeit näher, als ihm bewusst ist. Und natürlich reagieren wir immer. Und Ulrike hat sich vielleicht auch aus der Sicherheit des Glaubens an das System vorgewagt und sich geäußert im Rahmen des Systems. Und insofern ist ihr Fall auch wirklich exemplarisch und wirklich besonders, weil das System offensichtlich nicht mehr verkraftet, dass Menschen, die identisch eigentlich
mit den Vorgaben des Systems umgehen wollen, innerhalb des Systems leben können. Es wird eine andere Form von Dienerschaft verlangt. Und wenn zum Beispiel die Bauern, es gibt so einen freien Bauernverband und der Vertreter, der eben seinen Hof liebt, der sagt und hat auch geschrieben auf einem Verklagt, lieber Tod als Sklave. Und wenn sozusagen Menschen, die so innerhalb des Systems gewachsen sind, mit ihren Fragen und ihren Überlegungen in dem System nicht mehr verkraftet werden, dann muss man wirklich große Fragen an das System stellen. Und zwar an das System. Was ist das, was diese Art von hegemonialer Gewalt oder hegemonialem Anspruch überhaupt in unserem westlichen Denken ausmacht? Weshalb sind wir so wenig in der Lage zuzulassen, dass etwas anders ist als wir? Dass wir vielleicht etwas anderes verstehen müssen? Und da ist Ulrike aus der Sicherheit des Systems an die Grenzen des Systems, man kann auch sagen, geschleudert worden. Und im Moment werden wir ja alle irgendwie hin und her geschleudert. Und ich denke zum Beispiel jetzt in einem ideellen Bezug, dass der Transhumanismus, wie er vom World Economic Forum gepredigt wird, eine menschliche Katastrophe ist. In meinen Augen handelt es sich hier um eine kriminelle Vereinigung. Eine Vereinigung mit einer Herrschaftsanmaßung hinweg über jedes bisherige Recht. Und das verunsichert natürlich alle. Und umso mehr du dich berufst auf, sagen wir mal, das Selbstverständnis des Systems, es geht ja immer um das Selbstverständnis. Selbstverständlich ist jedes Selbstverständnis auch begrenzt. Wir haben nicht zu entscheiden, wie die Chinesen zu fühlen, zu denken und ihr System aufzubauen haben. Das geht uns nichts an, erstmal. Es gibt universelle Menschenrechte, die aber sehr unterschiedlich verstanden und umgesetzt werden können. Wenn ich sowas nehme, zum Beispiel wie das sogenannte Mullah-Regime. Ja, unter dem Schah gab es 70% Analphabeten, heute keine. Da haben sie irre Menschenrechte durchgesetzt. Und wenn ich das gegen Kopftuchtragen vergleiche, also ehrlich gesagt, ich würde 5 Kopftücher aufsetzen dafür. Das ist doch, ich kann doch nicht immer ein Regelwerk aus dem Zusammenhang reißen. Ich muss doch etwas in den Kontext stellen. Kontextloses Denken gibt es nicht, dann wird gar nicht gedacht. Aber um das nochmal ein bisschen zu vertiefen, so diese Absolutheit des Westens und dieses, was du jetzt System nennst und so dieses, wir haben Recht, ihr seid im Unrecht. Gibt es da einen Punkt, wo du in deiner Überlegung sagst, da hat sich das verstärkt? Also es war eine immer, aus meiner Sicht sozusagen eine relativ lange Tendenz, also mindestens 500 Jahre, also solange Europa als kolonial und auch imperiale Macht agiert hat, gab es dieses Selbstverständnis. Wir sind die Guten, wir klären auf. Wir ermöglichen den Afrikanern jetzt Voltaire im Original zu lesen, also ein bisschen der französische Kolonialansatz, den man sich dann trotzdem noch auf die Schultern geschlagen hat. In Deutschland ein bisschen anders. Aber worauf ich hin will, das, auch was du geschildert hast, ist ja an sich nichts Neues. Aber viele Menschen haben ja doch den Eindruck, dass sich das nochmal verstärkt hat. Manche verweisen auf die Corona-Jahre. Siehst du das ähnlich oder würdest du sogar schon vorher sagen, Niedergang der DDR, was auch immer, was zu dieser Absolutheit in Sprache also zugeführt hat. Bestimmte Begriffe nützen ja nichts, wenn sie ohne einen Kontext und eine Vorstellung in den Raum geworfen werden. Also Sozialismus zum Beispiel oder auch Freiheit. Ja, worin besteht die? Es ist ja immer nötig, den Kontext zu sehen. Und selbstverständlich ist die Kolonialgeschichte ein Anfang eines irrsinnigen Unterdrückungsprozesses, weil es ja von einem grundsätzlichen Unverständnis den zu Befreienden gegenüber
ausgehen muss. Sonst könnte ich das ja gar nicht machen. Sonst könnte ich ja nicht kolonialisieren, sondern würde die Sprache lernen und mich fragen, warum denken die das? Wieso sehen sie meinetwegen die Götter im Regenwald so auf diese Weise? Oder was sind ihre Götter? Klar gibt es dann auch immer Forschung, aber letztlich ist es so, dass wir schon ausgehen, dass wir die sind, die alles wirklich deuten. Gibt es ein tolles Buch von Hauke Ritz, Der Kampf um die Deutung der Neuzeit. Und die geht natürlich länger, also irgendwie bei ihm seit dem 10. Jahrhundert. Aber in der Praxis meines Lebens muss ich sagen, dass es sich sehr wohl verschärft hat. Und zwar mit dem Wegfall des sozialistischen Lagers. Da wurde ja dann aus dem Hut, haben wir dann den Islamismus als grundsätzlichen Feind entdeckt. Aber irgendwie brauchen wir immer einen Feind. Und da der Kommunismus einfach durch Abwesenheiten nicht mehr genutzt werden konnte, mussten neue Feinde her. Und insofern hat sich durch mangelndes Gegengewicht der Druck sehr wohl verschärft. Und dann kann man, ich habe einen leichten Hang zur Theorie, kann man natürlich immer wieder neue Überlegungen oder Zusammenhänge konstruieren. Zum Beispiel habe ich neulich mal gedacht, natürlich wieder, weil sie ja jetzt auch unendlich, also wer alles Nazi ist, ja, es ist ja schon wirklich eine Komödie ersten Grades geworden. Selbstverständlich gibt es in dem Sinn eigentlich gar keine Nazis. Die Nazis waren gebunden an die, also jedenfalls in ihrer Wirkung, an die imperiale Vorstellung der deutschen Oligarchie, die auch gestützt wurde international, vor allen Dingen zuerst von der amerikanischen und britischen, in der Vorstellung, gegen Russland zu ziehen. Und dann hat sich der Imperialismus aber sozusagen in solcher Weise ausgebreitet, eben genau kein Nationalsozialismus, sondern eine imperiale Bewegung. Und damit war mal grundsätzlich der Sozialismus diskreditiert. Und eigentlich kannst du den Begriff kaum retten, also außer für Gruppen, die ihn in sich geschlossen eben noch nutzen können. Aber es ist schwer, sich darüber zu verständigen. Und das wurde natürlich auch propagandistisch durch amerikanische Thinktanks und Einrichtungen, Marketing-Einrichtungen immer weiter verstärkt, und die Geschichte hat es bewiesen von McCarthy bis heute. Aber mittlerweile ist es so, dass der zweite Teil des Wortes, nämlich Nationalsozialismus, genauso in der gleichen Weise diskreditiert wird. Also jede Bewegung, die sich begrenzt in ihrem Einflussanspruch, eben vor allen Dingen national, wird diskreditiert durch den Nationalsozialismus. Das ist ein sehr geschickter Propagandatrick, entsetzlich und in meinen Augen insofern furchtbar, wirklich. Also ich finde das kein bisschen witzig, die Art und Weise, jede Kultur damit in Frage zu stellen. Denn die Kulturen sind bisher national, in denen dann auch regionale Kulturen vorkommen. Aber ihre Kraft haben sie in der eigenen Sprache, in der eigenen Geschichte. Und wenn ich das in Frage stelle, wenn ich meine, darüber kann zentral das kann zentral bewertet und menschheitlich wegnivelliert werden, dann handelt es sich wirklich um einen kulturellen Bürgerkrieg, in dem wir leben. Weil wir Menschen haben keine andere Chance. Für die Franzosen hat die Französische Revolution eine andere Bedeutung. Und wenn die Gelbwesten sich heute in dem Kontext ihrer Geschichte sehen, auch in Bezug auf die Französische Revolution, dann ist das ihr gutes Recht. Das können wir aber nicht einfach teilen, weil es nicht unsere Geschichte ist. Du hast gerade den Begriff Kulturkampf eingeführt. Und du hast mir auch vorhin im Vorgespräch erzählt, dass du gestern dich so ein bisschen umgeschaut hast bei diesen Bauernprotesten. Ja, ja. Hast du das auch in gewisser Form als einen Kulturkampf wahrgenommen? Die Leute, also ein bisschen ganz
grob runtergebrochen ländlicher Raum gegen die urbane Berliner Politik- und Journalistikblase? Das ist es auf jeden Fall auch. Aber es war auch, und das war für mich wirklich schön zu sehen. Also ich war sehr gerne da und habe die Bauern wirklich bewundert, mit welcher Kraft sie die Tatsache der Arbeit ins Zentrum dieser Gesellschaft gestellt haben. Nicht des Quatschens über Arbeit, sondern die tatsächliche Arbeit. Wenn die hunderte Kilometer mit ihren Traktoren kommen, diesen riesen Dingern, dann ist einfach die Arbeit im Zentrum, weil sie etwas können, weil sie etwas schaffen und weil sie die Grundlage dieses Lebens sind. Und das in Frage zu stellen und sich als Schwätzer à la carte hinzusetzen und seinen Respekt den Jungs zu verweigern, ist eine Unverschämtheit. Aber vielleicht noch ganz kurz bei den Bauernprotesten bleiben. Was ich auch recht eindrücklich fand, war, weiß nicht, ob du das gesehen hattest, Habeck, unser Wirtschaftsminister, hatte ja so ein Videoclip veröffentlicht, wo auch so en passant dann zu verstehen gab, dass die Proteste und zumindest die begleitenden Social-Media-Kampagnen teilweise von Putin finanziert seien. Ja, da immer geht's jetzt nicht. Also da kann man sich wirklich nicht mehr drüber unterhalten, weil das ist so dämlich. Und was ich daran so furchtbar fand, er fing ja noch ganz mutig an, also wenn ich es jetzt von der Szene her beschreiben darf. Aber es wurde im Laufe der 10 Minuten... Der ist fast 12 Minuten, glaube ich. Ja, so, na gut, 12. Also wurde es immer weinerlicher und weinerlicher. Und es wurde vorgetragen mit dem Anspruch, deutsche Intellektualität darzustellen und sich gleichzeitig in den Konsens jeder politischen Vorgabe einzureihen. Es ist ein solches Armutszeugnis. Wenn du überlegst, dass Kant in Deutschland gelebt hat, dass Goethe und Schiller geschrieben haben, dass Büchner gelebt hat, also es ist so traurig anzusehen. Und ich denke dann, wenn ich ihm zuhöre, Junge, Junge, geh nach Hause. Lass es. Lass es. Was soll das? Also eine ganze Bewegung zurückzuführen auf was Putin bezahlt. Wissen wir überhaupt, was der verdient, was er bezahlen könnte? Wieso soll der deutsche Bauern bezahlen? Das nun auch noch. Die haben doch wirklich genug zu tun mit sich. Also das ist so ein Mumpitz. Und ich finde es traurig als Ausdruck deutscher Intellektualität. Und ja, das finde ich auch unverzeihlich. Das darf er nicht tun. Apropos deutsche Intellektualität, vielleicht kurzer Rückgriff auf das Buch. Einer der Teile widmet sich ja auch schon, du hast es auch schon angesprochen, so ein bisschen den Säuberungen, anderes Wort fällt mir tatsächlich nicht ein, so im deutschen Wissenschaftsbetrieb in den letzten, also sagen wir zumindest im letzten Jahrzehnt, eigentlich sogar vielleicht weiter zurückgreifen. Und ich glaube, jeder, bei mir zumindest meine Frau im akademischen Dienst, der Anpassungsdruck ist wirklich so enorm, dass da, glaube ich, tatsächlich nur noch Opportunisten eine Möglichkeit haben, weiterzukommen. Und das ist, glaube ich, auch tatsächlich ein Unterschied zum akademischen Betrieb, ohne ihn zu idealisieren, in 80er, 90ern oder selbst noch in meinen 2000er Zeiten. Und da frage ich mich aber schon auch, was siehst du da sozusagen an Perspektiven, wenn wirklich irgendwie schon der minimalste dissidente Aufsatz zu Sanktionen führt oder zumindest zu der Selbstzensur oder der legendären Schere im eigenen Kopf, die sage, lieber nichts kritisch hinterfragen, weil, wie ich das so sehe, hilft mir das meiner akademischen Karriere auf keinen Fall. Das ist ja eigentlich eine Negierung alles wissenschaftlichen Seins, dieser extreme Konformationsdruck, ja, Konformitätsdruck. Genau, das denke ich auch. Das ist schrecklich. Und die westliche Welt wird sich auf diese Weise selbst von innen heraus auflösen. Wir Menschen können nicht überleben, ohne zu denken. Wenn aber jedes Denken im Wissen, ich nehme dies jetzt als Beispiel, des World Economic Forums schon aufgehoben ist. Es gibt eine ganz kleine Geschichte, die ich aber wirklich mich rührt, wenn ich dran denke.
Ich habe, um nicht zu verblühen, als Schauspielerin so ein Fernstudium Philosophie in der DDR gemacht. Das Beste war das Kapitalseminar. Und wir hatten einen Professor Wagner, der war echt super als Lehrer, aber auch im Verständnis. Also im Verständnis der ökonomischen Problematik. Und ich hatte schon immer den Hang, das dann zu übersetzen in die Realität. Und das hat ihm auch Spaß gemacht, also einschließlich der Prüfung. Also, dass zum Beispiel im Kapitalismus die Bewegung selbst das Ziel ist. Die sieht aber immer wieder anders aus. Und der hatte uns im Seminar erklärt, was den Kapitalismus so toll macht. Und zwar anhand eines Beispiels, eines Interviews mit einem Manager, dessen Forschungsdirektor viel mehr verdiente als er selbst. Und da hat der Wagner uns erklärt, das Gute daran ist, der Manager antwortete nämlich auf die Frage, warum sein Forschungsdirektor mehr verdient als er. Da antwortete er und sagte, ja, weil ich so viel wert bin, wie der mir wert ist. Und das ist im Grunde das Ziehen des Huts vor dem Nichtwissen und vor den ewigen Fragen von Menschen an Naturzusammenhänge, an gesellschaftliche Zusammenhänge, an Veränderung. Du hast ja nochmal auch Corona-Politik erwähnt. Ein Teil für die Attacken gegen Ulrike Groh liegen ja auch sozusagen in ihrer Opposition gegen diese gängigen Corona-Diskurse zurück. Und auch die Säuberung in den Universitäten, die ja, glaube ich, fast auch abgeschlossen ist, führt mich so ein bisschen zu der Frage, ich weiß nicht, ob du, es gibt so ein ganz legendäres Interview von Gauss mit Hannah Arendt 1964. Ja. Mhm. Und da fragte sie auch so ein bisschen zu ihrer akademischen Karriere in Deutschland bis 33. Und da sagt sie, sie hat ja eigentlich sonst mal ein relativ verschlossenes Gesicht, aber da siehst du wirklich so noch so das Nachentsetzen wirken, wo sie meinte, die allerersten, die auf Linie waren, waren ihre akademischen Freunde. Ja, ja. Und das ist was, also mich hat das tatsächlich geprägt, weil du konntest Ähnliches ja auch tatsächlich beobachten, auch in der Corona-Zeit, die Leute, die am meisten auf Linie waren, die am wenigsten hinterfragt haben, es korrelierte meistens tatsächlich mit dem Bildungsabschluss und an Universitäten. Das weiß ich auch so aus dem eigenen familiären und Bekanntenumfeld, war der Opportunität, also noch nicht mal der Opportunitätsdruck, sondern der Opportunismus und das Abnicken mit am stärksten ausgeprägt. Danach kommt vermutlich, befürchte ich fast, mein Metier, die journalistische Welt. Ja, die journalistische Welt, finde ich, ist auch eine große Frage an unsere Gesellschaft. Aber das ist noch ein anderes Thema, weil journalistisches Sprechen verantwortungsloses Sprechen ist. Sie müssen nie verantworten, was Sie sagen. Außer jetzt karrieristisch in Ihrem eigenen Kontext. Aber es kann falsch sein, gut, dann haben Sie sich eben geirrt. Es kann massiv sein, ja gut, dann hat man das eben gedacht. Ein Politiker wird wenigstens noch festgemacht an dem, was er sagt oder wie man wahrnimmt, was er sagt, muss man ja. Also ganz so stimmt das nicht, aber weil abhängig sozusagen vom journalistischen Milieu, also ich würde dir recht geben im Bereich der Leitmedien, ne? Ja. Aber man sieht zum Beispiel auch das Schicksal von KenFM, da gibt es ja sehr wohl Landesmedienanstalten, die dann sofort zuschlagen, wenn man ja, was Falsches gesagt hat, aber das beschränkt sich natürlich wirklich ausschließlich auf sogenannte alternative Medien. Entschuldigung, ist der Beweis dafür, dass es so ist. Wenn einer das nicht macht, wird er erledigt. Und dann läuft die Gleichschaltung wieder durch. Genau das findet ja statt. Und das wird auch noch als Recht gepredigt. Weil zum Beispiel die Tatsache, dass Ken Jebsen einfach ein hochbegabter Journalist war, der journalistisch fertiggebracht hat, was niemand für möglich gehalten hat, nämlich stundenlange Interviews zu führen, die tatsächlich sehr, sehr viele Menschen interessiert haben. Da kommt sozusagen Neid auf den journalistischen Erfolg, auf die andere Position, die selbstständige Position, die dieser Mann realisiert hat. Das kommt alles zusammen dann mit ideologischen Vorgaben. Wobei es eben interessant ist, es wird ja gelebt. Also auch die, die ihn dann mit diesem oder jenem bezichtigen, um ihn zu erledigen. Sie erleben ja ihren Neid
auf die Freiheit, die dieser Mann sich genommen hat und auf die Begabung, mit der er agiert hat. Und wenn eine Gesellschaft solche Menschen nicht mehr integrieren kann, sondern wirklich in, tja, wie soll ich sagen, in der Art der Gleichschaltung, mir fällt nichts anderes ein. Ich habe immer gedacht, in der DDR hattest du monopolisierte Sprachregelungen. Aber die Menschen konnten die monopolisierten Sprachregelungen lesen und kritisch lesen. Und du konntest sie auch hinterfragen. Also es war sowieso eine Subtilität, die es heute nicht mehr gibt. Ne? Genau. Und das ist der Unterschied zur Gleichschaltung. In der Gleichschaltung soll wirklich gleich gedacht werden. Und diese ganzen Beauftragten für Diversität, für Antirassismus, für Frauen, für Gendergerechtigkeit, das sind alles Gleichschaltungsbeamte. Aber würdest du es wirklich als beziehungsweise vielleicht dann sind wir wieder bei deinem Lieblingsthema, da bist du mir auch auf jeden Fall überlegen, aber sozusagen was so die Feinheiten des Sprachaktes angeht. Aber Gleichschaltung für mich impliziert schon so ein bisschen verordnet. Und das sehe ich ja gerade nicht. Es ist ja eher eine selbst verursachte Gleichschaltung. Ja, verordnet ist ja nicht nur ein Regelwerk, sondern verordnet wird ja, wie du auszusehen hast. Du hattest in den sozialistischen Ländern gab es gar nicht die Kraft, diese Art von Durchregieren und auch die Menschen in Zugzwang zu bringen. Also du hattest nicht diese wahnsinnige Differenz an sozialen Möglichkeiten. Natürlich war die Gesellschaft ausdifferenziert, aber nicht, du hattest nicht dieses irrsinnige Machtgefälle im realen Leben zwischen den Menschen. Du konntest meinetwegen als Arzt viel verdienen und als Pförtner weniger, aber ihr musstet alle mussten leben letztlich von ihrer Arbeit. Das Geld hatte keine eigene Bedeutung im realen Leben. Es war vielleicht in Handelsbeziehungen von Bedeutung. Es gab ja auch nicht viel Status. Ja, genau, gab es nicht. Aber heute gibt es das. Und die Art und Weise des Status wird ständig dokumentiert über Konsumptionsgegenstände. Du bist eben ein besserer Mensch, wenn du einen Rolls-Royce fährst, als wenn du, weiß ich nicht was, fährst, einen Trabanten oder ein chinesisches Elektroauto oder keine Ahnung. Oder wenn du die Kleidung trägst oder jene Kleidung. Und diese Ausdifferenzierung ist so eng geworden. Die geht dahin, was du isst, was du trinkst. In der Mode sowieso. Also die Mode, da hat ja schon Musil so schön gesagt, das ist ein Phänomen, dass man sich individualisiert, indem man das macht, was alle machen. Weil nichts anderes heißt ja Mode. Und in dem Konflikt bewegt sich die Mode, aber das hatte noch so einen spielerischen Charakter. Während heute ja alles und jedes bis in die Sprachregelungen hinein gelenkt und geleitet sein soll vom Guten. Nicht von der, also ich würde nicht sagen von einer Institution, jedenfalls nicht von einer, aber von denen, die Geld haben. Und Geld ist Macht heute. Falls du mir diese so ein bisschen Yellow Press Frage erlaubst, aber da fragen, wie euer Verhältnis ist, also so diese unterschiedlichen Sprechakte. Naja, wie man aus den unterschiedlichen Sprechakten sehen kann, sind wir da unterschiedlicher Ansicht. Hm. Aber das ist so. Hm. So ist es dann eben. Aber dennoch ist mein Bruder natürlich mein Bruder und ein ganz bezaubernder Mensch. Und hatte große Verdienste, aber jetzt teile ich seine politischen Auffassungen eben nicht. Und er teilt meine nicht. Ja, aber der Punkt kann kommen, wo man sich wieder angleicht. Aber der ist eben im Moment nicht gegeben. Und das geht im Grunde letztendlich davon aus, und das ist, glaube ich, für viele Menschen ein Problem. Ich sehe den hegemonialen amerikanischen Herrschaftsanspruch als eine Katastrophe. Und ich denke, dass die amerikanischen Eliten sich ausgeklinkt haben, vielleicht auch nie drin waren, aber ich will es jetzt gar nicht
weiter analysieren, aber jedenfalls auch ausgeklinkt haben, aus dem Schein etwas anderes als hegemoniale Macht anzustreben. Es wird, sie sagen es selbst, und ihr Ordnungsprinzip ist nicht mehr hinreichend. Und Gregor redet vom Völkerrecht und die reden von der regelbasierten Ordnung. Und das sind zwei verschiedene Sachen. Und meiner Ansicht nach muss man das zur Kenntnis nehmen. Und man muss auch zur Kenntnis nehmen, dass die amerikanische Kultur keine hegemoniale Ordnung zulässt. Es finde ich zum Beispiel sehr interessant, dass sie die Problematiken und auch die Eliten oder auch die, die meinen, dass sie so viel mehr wissen als alle anderen, sind eben nicht so entfernt von der eigenen Kultur, als sie meinen. Ein Junge wie Bill Gates kann sich eben nichts anderes als amerikanisches Leben vorstellen. Deshalb findet er das auch richtig und hält es für relevant, dass Amazon sich über die Welt ergießt. Ich halte das nicht für gut. Im Iran zum Beispiel würde der Einzug Amazons eine 2000 Jahre alte Kultur zerstören, der Basare. Das hat mehr Folgen, als man denkt. Das ist eine Baukultur, das ist eine Gemeinschaftskultur, es ist eine Kultur, die die Versorgung des Landes sichert. Das ist identisch mit den deutschen Bauern. Die deutschen Bauern gestalten die Landschaft hier. Sie gestalten oder an ihnen macht sich fest eine Tradition, eine kulturelle Tradition in verschiedensten Gebieten. Und sie sichern die Verpflegung und die Sorge und die Ernährung der Bevölkerung. Und das alles wird in Frage gestellt von einer kulturellen Vorstellung, die durch die US-amerikanische Kulturentwicklung geprägt ist. Und neulich lief im Fernsehen, auf Arte lief vom Winde verweht. Und das habe ich mir nochmal angeguckt, also schon, natürlich schon mal gesehen, aber und da gibt es eine Szene, in der die kleine Scarlett, also die Hauptfigur, steht vor roten Flammen, so eine Schlüsselszene, reckt die Faust in die Luft und sagt, ich werde nie wieder hungern. Niemals. Ich. Meine Familie. Ich. Und dieses Ich ergießt sich über die Welt. Die Welt ist aber rund. Und wie mein Vater zu mir mal gesagt hat, es gibt so viele Mittelpunkte auf der Welt wie Menschen. Es gibt viele Ichs und das Ich der amerikanischen Kultur ist nicht transportabel, meiner Ansicht nach. Das musste ich denken, weil dieser Film so ein Schlüsselfilm ist. Es ist ja der einzige Krieg, den sie tatsächlich erlebt haben und der da reflektiert wird. Und es gibt Patriotismus. Und man rettet die Welt in unendlichen Filmen. Und du siehst zum Beispiel, wie die Filme auch schlechter werden mit immer höherer Weltenrettung. Und du siehst, wie zum Beispiel bestimmte Fragen, also die Frage des Rassismus ist einfach in den USA eine andere als hier. Das ist nicht das Gleiche, weil es anders erlebt wird. Wenn man zum Beispiel was lernen will über Rassismus, muss man nach Russland gucken, weil die Russen haben es geschafft, wirklich einen Vielvölkerstaat am Leben zu erhalten und lebendig umzusetzen. Es gibt eben Völkerstämme, die wird es in den USA schon lange gar nicht mehr geben. Nein, in dieser multiethnischen Breite, in der die ein Leben sichern, das ist ein solcher Humanismus, der dahinter steckt. Und die Problematik ist meines Erachtens, du hast natürlich tolle amerikanische Schriftsteller oder auch den Jazz haben sie der Welt geschenkt. Aber
Sie sind ja inspiriert durch die Französische Revolution. Und heute ist es so, dass ja, die Kultur geht nicht. Du kannst nicht, wenn du die deutschen Bauern vernichtest, vernichtest du dieses Land. Aber die Kultur geht, also wenn du vorhin auch gesprochen hast, so von dieser, dass dieses kulturelle Leitbild der USA nicht transportierbar ist. Aber ist Deutschland oder insbesondere Westdeutschland, ist jetzt ein sehr spezifisches Beispiel, weil lange auch Besatzungsmacht, aber nicht ein Beispiel, dass das sehr erfolgreich, zumindest in Teilen, hier transplantiert wurde? Also ich glaube, es gibt wenige Länder auf der Welt mit dieser starken Formung durch US-Kultur und Politik. Das ist richtig, das kann man versuchen, dann siegt man. Aber da sage ich mit Daniela Dann, wie heißt der schöne Titel ihres Buches, auch die Sieger verlieren den Krieg. Und sie können den Krieg gewinnen, aber sie sind keine Sieger. Weil guck dir bitte Südamerika an. 200 Jahre herrschen im Grunde genommen in verdeckter Form immer wieder US-amerikanische Verhältnisse oder sie mengen sich ein. Und haben sie eine friedliche Welt geschaffen? Haben sie den Kulturen Platz eingeräumt? Das war auch nie Ziel. Genau. Also genau. Ist und bleibt der Hinterhof, zumindest ein Selbstverständnis. Und insofern gibt es dann eben nur Macht. Aber Macht muss in Frage gestellt werden, weil die Ohnmacht kann nicht leben, außer die Macht in Frage zu stellen. Dass die Macht, dass die in Frage gestellt wird, steht ja, glaube ich, außer Frage. Aber wie erfolgreich das ist. Hast natürlich in Westdeutschland, haben sie sich ja auch im Systemvergleich zu Ostdeutschland besondere Mühe gegeben. Und nicht ohne Erfolg, muss man sagen. Nicht ohne Erfolg, völlig richtig. Aber jetzt, wo die Mühe dahin schwindet, weil Ostdeutschland nicht mehr da ist im Systemvergleich und die sechs Armeen nicht mehr aufpassen, dass es so bleibt, wenn man sagt, was soll denn das? Du musst doch einen Blick auf die Realität haben. Diese Mauer ist von der Bundeswehr, von der Volksarmee, von den Russen, von den Amerikanern, Engländer und Franzosen, alle haben schön aufgepasst, dass die da ist. Ja, und dann lebst du sozusagen an einer Systemgrenze. Und dann meinst du, die ist nicht geheimdienstlich erfasst, rechts und links? Also wie bekloppt muss man denn sein, davon auszugehen? In der Realität der politischen Verhältnisse. Und jetzt ist nun der andere Teil nicht mehr da und man muss sich nicht mehr so anstrengen. Und dadurch finden ja auch die Gleichschaltungsprozesse massiver statt. Und dann passiert es eben, dass jemand, der eigentlich in Übereinstimmung mit den Verhältnissen leben möchte und sie deutet und in Anspruch nimmt, ins Ausgeschossen wird. Und das macht aber das ganze System unfruchtbar, weil sie ja die besten Leute überall rausschießen. Also die vom Nichtwissen ausgehen und davon, dass etwas anders gedacht werden muss oder dass man etwas nicht versteht. Und ich finde es so interessant, weil das auf allen Gebieten kommt. Also es gibt zum Beispiel ein tolles Buch, finde ich, von dem Unziger, Einsteins Albtraum, mit dem Untertitel der amerikanische Aufstieg und der Niedergang der Physik. Und da beschreibt er zum Beispiel die Tatsache, dass Euler in seinem Leben 1000 Experimente gemacht hat und heute 1000 Physiker ein Experiment machen. Und dass die Experimente eben durch die Industrie und Vorgaben immer auf einen bestimmten Nutzeffekt hingedacht werden und nicht mehr auf ein Verständnis der Natur. Es wird eben keine Grundlagenforschung gemacht in Diabetes, also zur Heilung. Es wird permanent, werden Nützlichkeitsparameter gesetzt, von denen niemand weiß, ob sie wirklich nützlich sind. Und ich jetzt als Schauspielerin frage mich dann natürlich, was ist denn wirklich nützlich? Wozu? Industrialisierung? Was soll das? Günther Anders hat gelebt und hat schon geschrieben. Also du kannst doch nicht
permanent alles verwerfen. Die Frauenbewegung in den USA zum Beispiel, als Beispiel, ist etwas völlig anderes als hier. Hier wird systematisch geleugnet, dass Rosa Luxemburg bereits gelebt hat, Clara Zetkin für die Frauen viel bedeutet hat, dass die Oktoberrevolution die Gleichberechtigung der Frau durchgesetzt hat. Selbst Heiner Geißler hat mir mal erklärt, es gibt zwei große Leistungen des Kommunismus, nämlich die Gleichberechtigung der Frau, was ausgeht von dem Gleichheitsgedanken, der der Theorie innewohnt, und die Alphabetisierung der Welt. Und ich würde zum Beispiel sagen, die Corona-Maßnahmen waren dazu angetan, zu entalphabetisieren. Das ist das, was faktisch partiell dann, auch erfolgreich, wenn man das so sieht. Jawohl, an partiell erfolgreich. Auch die Änderung der Schulbücher und die didaktische Verantwortungslosigkeit, die heute Kindern gegenüber herrscht. Die Frage ist natürlich, ob das geleugnet wird oder einfach tatsächlich der Vergessenheit an beigefallen ist. Ne? Also glaube ich, so diese geschichtliche Amnesie, also zum Beispiel auch die Relevanz wirklich, die 1917 darstellt, ich würde sagen, nach meiner Generation hat das, glaube ich, gar keiner mehr präsent, da musste gar nichts mehr leugnen. Ja gut, aber Dummheit ist eben Dummheit. Und dann sollte man sich einfach mehr dafür interessieren, beziehungsweise der Geschichtsunterricht müsste verbessert werden. Ein bisschen an der Grenze zum Dünkel, aber nein. Ja, natürlich, bitte. Also ich finde, nein, ich finde, das geht nicht. Ich möchte auch nichts vergessen. Also natürlich weiß man nicht alles, das ist ja klar. Und lebt in den Grenzen seiner Biografie. Das ist auch richtig. Nee, aber dieses Vergessen erklärt ja, glaube ich, auch ganz viel. Also ich bin da eigentlich bei dir, aber das sozusagen dies. Dass ich dir zu vehement sage. Nein, aber dieses, so heißt immer Fuki, ja, das sozusagen das Ende der Geschichte schon widerlegt, aber wenn man sich das anguckt, gibt es, glaube ich, tatsächlich eine Generation, die würde ich so ab meiner Generation ziehen, wo es, glaube ich, in der Selbstwahrnehmung und Analyse tatsächlich so ein Ende der Geschichte gibt und man fängt an zu zählen ab 1990. Aber ich meine, das ist in gewisser Weise normal. Also hier an der Stelle mische ich mich jetzt als Schauspielerin ein. Ich habe schon in der DDR immer gestaunt, da haben viele immer ihren Widerstand geschildert gegen das System bzw. die Regierung. Und das war ganz wichtig, war man Widerständler. Und der Widerstand fing aber immer mit deiner Generation an. Also wir in Jena, also die 50er Jahre waren dann schon ausgeblendet. Und da dachte ich, klar, das ist der eigene Erfahrungshorizont. Aber durch die Art der Transzendierung der Jugend heute, auch als Teil amerikanischer Kultur, über die Max Frisch schon sich so wahnsinnig ärgert in Homo Faber, und diesen Schwachsinn bestreibt und die Anhimmlung der Jugend, beziehungsweise die Tatsache, dass Menschen nicht älter werden können, dass wir keine Generationsablösung mehr zu Wege bringen, dass offensichtlich nur schön ist, wer ewig jung ist, also als würden wir Oscar Wilde in jede Biografie drücken wollen. Was soll das? Ich meine, älter werden ist einfach nicht zu verhindern und außerdem ist es auch sehr schön. Und es gibt so ein blöden oder vielleicht auch nicht blöden britischen Witz, hat mein Vater immer erzählt. Wer in seiner Jugend kein Kommunist ist, hat kein Herz. Und wer es im Alter immer noch ist, ist dämlich. Und ich glaube, das ist McCarthy. Oder kann mich noch jemand korrigieren? Eben britisch. Churchill hat es zum Besten gegeben. Und ein bisschen was ist dran. Also das ist, also finde ich schon insofern, dass man natürlich das Recht der Jugend ist, sich die Welt wunderschön und ganz anders vorzustellen, als die, in die man hineingeboren ist. Ob das jetzt das Paradies ist oder der Kommunismus oder Allah oder die Freiheit und Demokratie, ist egal. Also jedenfalls etwas, was anders ist, als es ist und schöner. Aber durch die Respektlosigkeit dem Alter gegenüber oder der Erfahrung gegenüber wird es immer dümmer, weil die Erfahrung
berichtet eben, oder in der Erfahrung lernst du, dass es sehr viele Menschen gibt, dass man sich selbst sehr täuschen kann, dass die Zusammenhänge immer mehrere Seiten haben, dass es nicht nur so ist, sondern auch so und das auch noch gleichzeitig. Und das zu respektieren und nicht ganz so davon auszugehen, dass du jetzt die Lösung für alle Menschheitsfragen in deinem kleinen Köpfchen hast, das macht dann Erfahrung aus. Wenn Jugend allerdings als jung und dynamisch und Alter nur noch als Verfall erzählt wird und nicht aussehen darf, wie es aussieht, dann macht das eine Gesellschaft dümmer. Das ist dann so. Nochmal ganz kurz zu einem anderen Punkt, den wollte ich eigentlich so ein bisschen anspielen oder aufgreifen, als ich dich nach Gregor gefragt hatte, was ich eindrücklich finde, ist ja auch bei Ulrike Roh, sie schildert das ja auch öfters, wie massiv sich ihr Freundeskreis verändert hat in diesen letzten Jahren. Also wie viele Freundschaften und auch intrafamiliär es da zu Brüchen gab. Da hatte ich persönlich, glaube ich, halbwegs Glück, wobei es auch bei mir gab. Aber es kennt man ja von ganz vielen, dass so in den letzten Jahren es da nochmal eine Verstärkung gab. Familien haben sich gespalten, erst am Corona-Thema, dann Ukraine-Thema. Wer weiß, was jetzt noch kommt mit den Bauernprotesten. Mit den Bauern, mit Palästina. Palästina, Israel ist tatsächlich auch noch, wobei ich da gar nicht, also schon auch, doch im Freundeskreis vielleicht auch, aber da wäre nur so die Frage, wie es denn, also nicht deine eigene Erfahrung, aber so in deinem Blick, dass neben dieser professionellen Zerstörung es natürlich auch sozusagen auf diesem sehr wichtigen Feld von Freundschaft und Familie es auch zu verstärkten Verwerfungen gab. Ja, aber ich finde, das gehört zusammen. Es ist doch eine enorme Hilflosigkeit, die dahinter steht. Ich erinnere mich noch in der DDR, also bevor ich weggegangen war, da, wenn ich Freunde aus West-Berlin kam, die haben dann, und davon hatte ich viele, die kamen dann und sagten, ja, also hier bei dir ist ja so und so die Straßen, wie die aussehen. Und ich weiß, ich habe regelmäßig gesagt, ich bin nicht beim Straßenbau, ich verantworte das auch nicht. Auch Erich Honecker baut keine Straßen. Ich kann dir jetzt nicht sagen, wie es zusammenhängt. Ich sage ja auch nicht, dein Kohl. Was soll denn das? Du kannst doch nicht alle Verhältnisse, das ist ja unser Problem, biografisch runterbrechen. Aber irgendwie versuchen wir das. Jetzt kann es ja sein, dass mein Bruder findet eben etwas anderes als ich. Aber deshalb bleibt er doch mein Bruder. Und deshalb haben wir als Kinder zusammen im Sandkasten gespielt. Das ändert sich doch damit nicht. Bei dir nicht, aber anscheinend ja, hat das ja bei ganz vielen was verändert. Und das ja, und das, ja auch ist, für eine das gesellschaftliche ist wieder Schwäche, ein kultureller ja? Unterschied. Weil das hattest du schon, das hat sogar auch mein Vater mal berichtet, auch in der deutschen Arbeiterbewegung, dass dann der sozialdemokratische und der kommunistische Bruder mussten sich unbedingt prügeln. Und da hatten wir uns als Kinder schon mal überlegt, dass es einen Unterschied gibt, wenn du an Italien denkst zum Beispiel, aus meiner Wahrnehmung. Du hättest einen Bruder oder Schwester bei den Faschisten und einen bei den Kommunisten. Und einen Pfaffen. Ja. Und einen Pfaffen, genau, noch besser. Haben wir drei, mindestens. So, und wenn jetzt drohen würde, der Pfaffe oder den Kommunist zu verhaften und der faschistische Bruder wüsste das und er würde seine Brüder nicht warnen, würde jeder Mensch in Italien denken, so ein Arschloch. Wenn du deine Familie nicht warnst, wenn du keine Beziehung zu denen hast, mit denen du am nächsten aufwächst, was bleibt denn dann noch? Und da ist es doch scheißegal, was ich dazu oder dazu finde. Wenn der bedroht ist, ist der bedroht. Und dann, ja, musst du doch wenigstens da helfen. Und deshalb finde ich auch, wieder, um sofort das in Gesellschaft zu verwandeln, die Zerstörung der Familie im Namen einer persönlichen Identität und mittels diesen Spaltungstechniken ist eine Katastrophe. Weil die Familie ist der elementarste Zusammenhang, in dem man aufwächst. Das haben die Löwen verstanden und vielleicht können wir es auch mal kapieren.
eigentlich ein gutes Schlusswort, aber weiß nicht, vielleicht können wir auch noch ein neues Schlusswort produzieren. Ein Aspekt, den ich noch ganz spannend fand, den du angesprochen hattest, zumindest indirekt, ist so diese Denunziationskultur, die ja besonders ausgeprägt ist in Deutschland. Und das ist ja auch dann nochmal bei Ulrike Gero der Fall, etwa Linden, dieser außerordentliche Professor in Trier, der da seine Denunziationsartikel, zu Nachdenkseiten übrigens auch, verfasst hat. Das wäre auch noch eine Frage sozusagen, wie würdest du dir erklären, dass dieser Denunziationscharakter in Deutschland so viel ausgeprägter ist als in vielen anderen Ländern? Etwa auch dein italienisches Beispiel ist, glaube ich, auch ganz treffend. Ja, das weiß ich natürlich nicht, aber ich denke selbstverständlich auch schon länger drüber nach. Irgendwie erklärt man ja dann immer viel mit der Kleinstaaterei. Also vielleicht, weil es so viele Möglichkeiten gab, so schnell von einem Ort, also Büchner von da nach da, vielleicht hat es das noch angehalten. Oder auch die Art der Zerrissenheit, also der religiösen Zerrissenheit. Luther, der eben aus Deutschland kommt, und die protestantische Bewegung, die daran geknüpft war. Vielleicht, weil, das habe ich in der DDR mal gedacht schon, es ist ja verrückt in Deutschland. Du hast eine West- und Ostbezogenheit ja lange bevor es eigentlich das Deutsche Kaiserreich gab. Also die einen Handwerksburschen sind nach Italien gewandert und die anderen sind nach Petersburg gewandert. Und das war fast so, als würde sozusagen dieser kulturgeschichtliche Prozess sich in den zwei Staaten manifest machen. Und vielleicht ist diese Art der Zerrissenheit, die immer wieder neu dich verorten lässt, etwas, was uns dann dazu nochmal anhält. Aber was ich eben an der deutschen Geschichte so toll finde, sind eigentlich auch, ja, nicht die Verbrechen, aber die Tatsache, dass wir uns mit unseren Verbrechen beschäftigen müssen. Dass wir lernen dürfen, aus unserem eigenen Kulturverständnis, dass wir in der Lage sind, so verbrecherisch zu handeln. Und das ist ja ein großes Plus. Und das ist aber, Lernen ist ja nur möglich, wenn du die Irren und Wirrungen der Zeit befragst, nicht wenn du ihnen erliegst. Und da habe ich mal gedacht, das Einzige, also was ich den US-Amerikanern von Herzen wünschen würde, ist, sich mit der eigenen Geschichte als eigene Geschichte zu beschäftigen. Und zwar nicht als Geschichte für die Welt, sondern als ihre Geschichte. Es wird ja versucht. Also es gab zum Beispiel so einen tollen Film mit Leonardo DiCaprio, wo der mit dem Bären kämpft. Wie heißt der schnell mal? Wie? Ja, genau. Und da gibt es eine Szene, in der eben der DiCaprio zurückbleibt und sein indianischer Partner, die hatten sich getroffen, lebt weiter und er erwacht aber wieder und stirbt nicht und ist zugedeckt mit Laub, um zu überleben, und hat die Wasserflasche des Indianers auf seinem Bauch. Dann geht er weiter und hat überlebt und ist gerettet, auch durch das Wasser. Und dann findet er diesen indigenen Menschen. Vorbildlich formuliert. Findet er aufgehängt mit einem Schild um den Hals: Ich bin ein Wilder. Und an der Stelle steht vor der gesamten US-amerikanischen Kultur die Frage, wer hier der Wilde ist. Und da muss man nicht gedenken, den toten Indianern, sondern sich fragen, welcher Bestandteil in unserer Kultur zwingt uns, immer wieder andere zu Wilden zu machen. Was erlaubt uns überhaupt diesen Extremismus des eigenen Anspruchs auf Weltbeglückung? Liebe Gabriele, wir haben mit Ulrike Gero angefangen, mit DiCaprio fast aufgehört. Ich denke, das nennt man
Dialektik. Hat mich sehr gefreut, dieses Gespräch mit dir. Vielen Dank. Ja, nun ja. Aber man muss die Welt eben einfach immer neu denken, in der man lebt. Was soll man machen?